Wir halten dieses Abendgebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum dritten Mal sind wir zusammen, um miteinander zu beten, ein wenig nachzudenken über das, was uns beschäftigt und es Gott zu sagen. Wir orientieren uns dabei an den Gebeten im Gesangbuch, an den dort vorgeschlagenen Abendgebeten. Für den Mittwoch ist es folgendes. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, du hast uns heute gnädig bewahrt. Sieh nicht an, was wir gefehlt haben, sondern neige dich zu uns mit deinem Erbarmen, damit wir diese Nacht in deinem Schutze ruhen und dich am kommenden Tage von neuem preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir befassen uns in diesen Tagen mit Wortpaaren. Schuld und Vergebung war das erste. Gestern Licht und Finsternis. Heute Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit als Eigenschaften Gottes. Die Gnade. Gnade ist nach biblischem Verständnis eine unverdiente Wohltat. Das heißt, jemand, der es überhaupt nicht nötig hätte, der einfach so aus sich selbst heraus uns etwas Gutes tut. Die Bibel sagt, so ist Gott. Er ist gnädig. Und wir könnten heute den Tag miteinander durchgehen und Stellen markieren, an denen es uns heute richtig gut ging. Man könnte auch bei dem anfangen, was man gar nicht bemerkt. Wir sind heute bewahrt geblieben vor Unfall, Schaden und Gefahr. Ich hoffe jedenfalls die meisten von Ihnen. Wir könnten sagen, Gott hat uns nicht dafür gestraft, dass wir anders leben, als er es gedacht hat. Wir könnten in Gedanken sagen, wir sind mit einer Familie gesegnet. Wir können einem Beruf nachgehen oder sind im wohlverdienten Ruhestand. Wir haben Besitz und Gesundheit. Und selbst wenn wir bei dem einen oder anderen etwas wegstreichen müssen, bleibt doch ein großer Berg von Gnade Gottes in unserem Leben. Dazu kommt ja noch, dass wir überhaupt hier in Deutschland in dieser Zeit leben dürfen mit all den Segnungen, die damit verbunden sind. Gnade ist eine Grundeigenschaft Gottes. Ich falle nicht in Ungnade. Gott lässt mir auch Zeit zur Entwicklung, wenn ich noch hinter dem zurückbleibe, was eigentlich sein sollte. Und Gott ist nicht nachtragend. Also Gnade nach biblischem Verständnis, eine unverdiente Wohltat, so ist Gott mit uns. Der zweite Begriff ist Barmherzigkeit. Mit Barmherzigkeit beschreiben wir auch eine innere Haltung, nämlich, dass jemand, wenn er einen anderen in Not sieht, das an sein Herz kommen lässt. Also sich nicht verschließt und hart macht gegenüber dem, der gerade leidet. Gottes Barmherzigkeit ist verknüpft mit seiner Gnade. Gott ist jemand, der weich und offen ist zu uns hin. Und zwar dann, wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn wir ihn um Hilfe bitten, weil wir es allein nicht schaffen. Er ist offen und weich zu uns hin. Er hilft uns, wenn wir mit unseren Kräften ans Ende kommen, weil es gerade schwierig ist. Oder wenn die Herausforderung, die vor uns ist, übergroß zu sein scheint. Barmherzigkeit, das ist die Eigenschaft Gottes, für uns und zu uns hin weich und offen zu sein. Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zeigt sich darüber hinaus auch im Umgang zwischen uns. Klar, wenn Gottes Geist in uns ist und in unserer Gemeinschaft ist, merkt man auch an unserem Verhalten etwas von Gnade und Barmherzigkeit. Das heißt, auch wir können einander verzeihen, wenn wir hinter den Ansprüchen zurückbleiben.
Wir können auf Erwartungen verzichten und damit rechnen, dass der oder die andere auch Schwächen hat. Barmherzigkeit fragt auch manchmal: Wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Brauchst du Unterstützung? Barmherzigkeit fragt auch und schaut auch, ob sie, wenn sie etwas Positives sieht, ein Wort der Ermutigung sagen kann. Und unter uns sollte es schließlich auch so sein, dass wir immer wieder einmal unsere Gunst verschenken. Einfach so. Gott ist außerordentlich großzügig. Lasst uns diesen Charakterzug Gottes unter uns widerspiegeln. Bevor wir miteinander beten, gibt es wieder Gelegenheit zum Singen. Ein Lied, das in die Karwoche passt, den Weg von Jesus nach Jerusalem nachzeichnet. Gehen hinauf nach Jerusalem in leidender Liebe Zeiten und sehen, wie einer für alle stirbt, um uns einen Platz zu bereiten. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, wer will bei dem Herrn bleiben? Und kosten von einem so bitteren Kelch, die Angst soll uns nicht von ihm treiben. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, das Opfer der Welt zu sehen, zu spüren, wie unsere Not vergeht und unter dem Kreuze zu stehen. Nach Jerusalem, zur Stätte der ewigen Klarheit, wo Leiden und Ohnmacht in unserer Welt, da finden wir Christus in Wahrheit. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, David hat einst gebetet: Du, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Davon haben wir auch heute gelebt. Darüber staunen wir und danken dir. In der Stille sagen wir dir, wofür wir besonders dankbar sind. Allmächtiger Gott, dein Herz ist warm und offen, wenn wir dir sagen, was wir brauchen. Dein Sohn Jesus Christus hat uns aufgefordert: Bittet, so wird euch gegeben. Deshalb bitten wir dich frei heraus, was wir uns heute von dir wünschen.
Herr Gott, lieber himmlischer Vater, du hast uns heute gnädig bewahrt. Sieh nicht an, was wir gefehlt haben, sondern neige dich zu uns mit deinem Erbarmen, damit wir diese Nacht in deinem Schutze ruhen und dich am kommenden Tage von neuem preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Heute habe ich eine doppelte Einladung an Sie. Es gibt heute Abend eine deutschlandweite Gebetsaktion. Deutschland betet heißt sie. Man kann online mitbeten bei YouTube oder bei Facebook und auf anderen Kanälen. Geben Sie ein Deutschland betet, dort finden Sie das. 19 Uhr geht's los. Und morgen natürlich am Gründonnerstag wieder hier gemeinsam unser Gebet. Ich freue mich auf Sie.